Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Erklärungsvideo. Und zwar geht es um folgendes Thema: Wie fügt ihr neue Skills, ja, in Custom NPCs ein? Ich spiele natürlich immer noch Life in the Woods und da kann man das genauso gut erklären. Als erstes zeige ich euch mal wo. Ja? Ihr geht auf euer Laufwerk, benutzt Life in the Woods, ja, der Ordner, zack, Games, ganz normal. Ich spiele auf Basic. Und dann hat man natürlich hier Saves, Resource Pack Mods, ne? Hier ist das alles. Wenn ihr Minecraft Life in the Woods, je nachdem, gestartet habt mit dem Custom NPC Mod dazu, also einfach mal starten. Danach sollte sich der Ordner hier erstellen, ja? Einfach mal ein paar NPCs erschaffen und dann wieder Minecraft schließen. Das ist nichts weiter. Dann sollte sich der Ordner erstellt haben. Ja, da geht ihr rein. Hier geht ihr auf Assets, Custom NPCs. Hier geht ihr auf Texturen und hier. Hier ist eigentlich nur dieser Ordner, ja? Nur der Ordner Kachel ist eigentlich hier. Ihr erstellt hier einfach einen neuen Ordner und den nennt ihr dann Entity, ja? Der muss genauso heißen, sonst funktioniert es nicht. Wenn ihr den erstellt habt, geht ihr rein. Hier erstellt ihr wiederum einen Ordner, ne? Ganz normal, zack, zack. Human Male, ja? Das ist die erste Option, wenn ihr Custom NPCs startet, also wenn ihr das habt und einen NPC erschafft, dann seid ihr automatisch in Human Male drin. Ihr könntet theoretisch auch Human Female, ihr könnt hier natürlich die Ordner erschaffen. Die müssen halt bloß genau so heißen, wie sie im Endeffekt bei der Mod, ne, heißen. Wenn ihr dann hier reingeht, habt ihr hier, habe ich hier meine selbst gebastelten Skins. Ich bastle selbst Skins zurzeit, einfach für mein Let's Play. Ich zeige euch dann auch nochmal, wie ihr Skins auch selber basteln könnt, wenn ihr das machen möchtet. Ja? Hier packt ihr halt dann eure Skins rein. Ich habe jetzt hier überall noch 01 davor geschrieben, einfach damit die dann, wenn man dann die Skins auswählt, damit die ganz oben erscheinen, damit man die erst suchen muss. Sonst muss ich erst zu E runtergehen, der Ehrenjäger, Geralt von Riva. Ich habe hier einige erstellt, vor allen Dingen aus Animes, die ich gerne gucke oder aus Spielen, die ich sehr gerne spiele. Zum Beispiel Alucard, sollten auch viele kennen. Mikasa Ackermann, sollten auch einige kennen. Meliodas, weiß ich nicht, ob das so einige kennen. Das ist eine Anime-Serie, die 7 Todsünden. Kennt vielleicht nicht unbedingt jeder. Ist aber ziemlich cool. Magi, der Anime, sollten eigentlich auch einige kennen. Wer Animes gerne guckt, der sollte Magi eigentlich auch kennen. Ja, mit Sindbad und allem drum und dran. Ja, und hier Borderlands habe ich hier auch noch was gemacht. Ne? Tiny Tina ist hier zum Beispiel. Das zeige ich euch aber gleich. Wichtig jetzt, ne? Also wenn ihr das hier reingefügt habt, hier oben seht ihr nochmal den Weg, den ich habe zum Beispiel. Bei mir ist der Weg so, ne? Also Laufwerk C, Benutzer und dann halt so weiter. Wenn ihr das gemacht habt und hier die Skins drin habt, ist eins ganz wichtig. Ihr könnt nicht einfach jeden Skin nehmen, den ihr gedownloadet habt. Ja, zum Beispiel der hier, der Skin hier. Also hier habe ich meine eigenen gebastelten Skins, das ist mein Ordner. Hier habe ich jetzt noch einen Skin reingebastelt. Den habe ich nicht selber gemacht, den habe ich mir gedownloadet. Ja? Und ihr seht schon, der sieht anders aus als die hier. Das hat folgenden Grund. Ich sag mal, ab Minecraft 1.7.10... gab es eine Veränderung bei den Skins, ja? Also ihr habt jetzt die Minecraft-Version 1.7.10 und alles, was drüber ist, also 1.8, 1.9, ne? Alles, was drüber ist, braucht diese Skins hier, ja? Da braucht ihr dann diese großen Skins, also wenn ihr die Custom NPCs für, ich sag mal, 1.9 habt, ne? 1.9 und ihr spielt gerade auf der Version bei eurem Minecraft, also das ist übertragbar, ne? Also ihr könnt das für Life in the Woods hier nehmen, ihr könnt das aber natürlich auch für euren normalen Minecraft-Ordner nehmen, ja? Also hier unten, %Updata, ne? Und dann ganz normal zum Grund-Minecraft-Ordner. Dort könnt ihr das auch machen, das ist, ne? Also universal. Und jedenfalls, das hier braucht ihr, wenn ihr halt über 1.7.10 drüber hinaus wollt. Dann braucht Custom NPCs diese Skins, ja? Die großen. Die haben einen Vorteil, ihr könnt die zum Beispiel einfach downloaden. Ja? Das ist zurzeit der Standard. Die, wenn ihr einen Skin downloadet, sieht der automatisch so aus. Ja? Darum habe ich den hier mal gedownloadet, damit ihr den Unterschied seht. Alles, was unter 1.7.10 ist, da braucht ihr allerdings diese hier. Ja? Die sind nur halb so groß und da fehlt das Ganze hier unten, das fehlt da zum Beispiel. Ja? Aber bei 1.7.10 und darunter, also 1.6.4 und was da noch alles ist, da braucht ihr diese Skins. Ne? Ich habe das nochmal gedownloadet, um euch das zu zeigen, wie das aussieht. Den lösche ich jetzt wieder, den brauche ich nicht. Ich bastel mir meine Skins lieber selber. Ja.
So viel eigentlich dazu. Dann braucht ihr das nicht bloß noch hier reinfügen. Ne? Human Male oder halt Human Female. Je nachdem, was ihr da machen wollt. Ich habe jetzt einfach Human Male genommen. Und da ich 01 bei allen davor schreibe, reicht mir da eine Ordner, ne? Ich mache nur einen Ordner. Tiny Tina ist kein Junge, das ist klar. Siri, auch kein Junge, ist klar. Also ich hau die einfach bloß hier rein, 01 davor. Dann habe ich meine Skins immer gleich, ja, automatisch schon bei Human Female drin. Und da finde ich die oft schneller, ne? Da brauche ich nicht erst dann zurückgehen, jetzt muss ich zu Human Female oder... Ist einfacher, ne? Darum habe ich die alle in 1 direkt reingepackt jetzt mit. Ich kann euch das gleich noch zeigen dann, wie das aussieht. Wir können eigentlich mal direkt... Ich starte mal im Hintergrund Live in the Woods schon. Nein, halt. Ja, wir starten das schon mal Live in the Woods. Play. Kann ich schon mal aufbauen im Hintergrund. Das ist okay. Da kann ich euch das in-game auch gleich zeigen, wie das funktioniert. Okay, nun ist natürlich die Frage, woher bekommt ihr diese alten Skins? Ja? Das Problem ist, die zu downloaden ist schwierig. Also ich persönlich habe keinen Download für diese alten Skins gefunden. Darum habe ich gesagt, okay, ich bastel mir die jetzt einfach selber. Ja, dauert natürlich, braucht ein bisschen Zeit, aber macht voll Spaß. Also ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören, ich muss immer weiter basteln. Ich habe auch neue Ideen noch für vielleicht ein paar Zombies und so, wie man die basteln könnte. Ich zeige euch das gleich mal, wie das so ist. Und zwar, es gibt da eine schöne Internetseite. Die heißt, hier seht ihr es, old.minecraft.novaskin.me. Hier könnt ihr ganz easy... Habe ich den schon gespeichert? Jetzt muss ich gleich mal was gucken. Wartet mal. Wir haben hier eigene Skins gebastelt. Monkey D. Ruffy, okay, der ist schon hier. Den habe ich schon gemacht. Ja, hier seht ihr es. Da seht ihr das Rastermuster drüber. Hier oben beim Kopf gibt es nochmal ein extra Raster. Ne, dass ihr so dreidimensional Bild die Haare und so machen könnt. Ich habe das hier bei Monkey dafür genutzt, um die Kerbe zu machen. Beim Hut. Das sieht später dann, wenn ihr den Skin direkt habt in Minecraft, sieht das anders aus. Ja, das sieht dann so aus, also hier dieser Zwischenraum, der ist dann nicht mehr da, ja. Das hängt dann hier dran, richtig am Kopf. Aber halt ein bisschen erhaben, ne, ein bisschen nach außen. Da kann man so einen kleinen Hut oder sowas kann man da ganz gut anzeigen, ne. Also, hier oben könnt ihr zum Beispiel auch noch auswählen, die Pose. Ist natürlich wichtig, wenn ihr jetzt hier, ich nehme jetzt mal die Pipette. So, jetzt habe ich die Farbe hier drin, ne, ich jetzt hier gemalt habe. Jetzt muss ich natürlich auch noch hier innen drinne malen. Wählt ihr einfach eine andere Pose, zum Beispiel die hier, bopp. Und dann könnt ihr hier überall alles anmalen, ne? Das ist eigentlich ziemlich geil gemacht. Und das hier, wie gesagt, das heißt der Old Minecraft Nova Skins. Einfach hier auf Save dann klicken. Dann öffnet sich hier so ein kleines Fenster. Ja, hier steht es auch. Hier ist your Skin-File. Right-Click und dann speichern unter. Und schon habt ihr den Skin. Ganz easy. Und der ist dann auch, hier, ihr seht es schon. Hier sieht man den Skin, wie der aussehen wird. Ja. Da sieht man, das ist dieser alte 1.7.10 und darunter Skin, ne? Den braucht ihr dafür. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal Minecraft rein und schauen uns mal die Skins an. Ich habe da was vorbereitet. Ich möchte nämlich auch eine Art Skin-Pack machen. Wenn ich meine Welt zum Download anbiete, demnächst, werde ich... Ich werde ja auch die eigenen Skins, die ich hier gemacht habe, bastel ich so mit rein. Ja, auch so als Easter Egg. Monkey D. Ruffy heißt wahrscheinlich in meiner Welt nicht Monkey D. Ruffy. Aber der Skin, ne, man erkennt das schon so ein bisschen. Und ja, und wenn ihr das jetzt downloadet, euch meine Welt, habt ihr die Skins. Obwohl, ne, ihr müsst die Skins theoretisch auch haben. Doch, ihr müsst die Skins theoretisch auch haben, aber solltet ihr jetzt zum Beispiel die Welt nicht downloaden wollen, aber sagt, okay, ich nehme Custom Amities zurzeit in meiner Welt und ich hätte gerne ein paar neue Skins, zum Beispiel Geralt von Riva oder so. Ich werde so eine Art Skin-Pack mal zusammenstellen, was ich selber halt für mich gemacht habe, ne? Das kann ich auch zum Download ohne Probleme zur Verfügung stellen. Da gibt es dann auch keine Probleme. Sollte es jemals keine Probleme geben. Ist ja meins, habe ich selber gebaut. Und ja, die stelle ich euch dann zur Verfügung. Die könnt ihr dann gerne benutzen. Meine Skins, die ich hier gebastelt habe. Na, da könnt ihr die selber benutzen. So, jetzt gehen wir mal kurz Minecraft. Ich ziehe das jetzt bloß mal hier ein bisschen größer. Ne? So, Einzelspieler. Wir gehen heute in die neue Welt hier. Let's Play Welt heute mal außen vor gelassen. Ich habe hier nämlich schon was vorbereitet. Na komm schon. Ja, da kann ich euch nämlich mal zeigen. Ich habe hier schon einige Skins hingesetzt. Hier, ich habe schon was vorbereitet. Ne? Einfach hier in der Luft was gebaut. Hier seht ihr ein paar Skins, die ich bereits gebastelt habe. Also das funktioniert ganz easy. Ne? Ich habe es euch ja erklärt, wie ihr die Skins hier reinbastelt. Hier zum Beispiel haben wir Alucard. Ne?
ist ein bisschen schwierig mit der Brille. Ich würde die Brille vielleicht sogar ein bisschen dunkler machen. Und hier seht ihr auch die Mütze, ne? Der hat natürlich eigentlich eine ziemlich große Kerbe ringsrum um den Hut. Aber das geht halt hier nicht so, ne? Das kann man auch so ein bisschen andeuten wenigstens. Oder hier Geralt von Riva, ja, mit der Narbe im Gesicht. Bart, hinten auch ein Schwert auf dem Rücken. Auch die Haare, ne? Man sieht das ganz gut. So, hier Meliodas, wie gesagt, kennen vielleicht nicht viele, die es kennen. Ich denke, ich habe ihn ganz gut getroffen und mit seinem Schwertgriff auf dem Rücken. Hier Triss Merigold, sollte auch viele ein Begriff sein. Ne? Ciri, sollten auch viele kennen. Auch Schwert auf dem Rücken. Hier Magi, kennt vielleicht ein paar, weiß ich nicht. Und hier natürlich Eren Jäger, muss mit vorbei sein. Und Mikasa Ackermann. In-game, ne, ist natürlich dann... Oh, ich habe einen SMS gekriegt. In-game ist es natürlich dann, ihr könnt da den Charakter jede... irgendwas zuweisen. Ja, hier ist vielleicht ein kleiner Magier-Lehrling oder einfach ein kleiner Straßenjunge. Ne, das kann man ja... Hier ist vielleicht ein kleiner Abenteurer. Der sieht natürlich sehr aus wie ein Abenteurer. Hier auch eine Abenteurer-Truppe, ne? Die drei. Ja, jetzt können wir nochmal gucken. Ich habe ja gerade... Den können wir mal hierher packen. Monkey? Ah, ich weiß gar nicht, wie der geschrieben wird. Ja, komm hier. D. Ruffy. So. Ich hoffe, der wird so geschrieben. Nicht hauen, wenn es nicht so ist. Ne? Also hier, ihr seht schon. Es ist automatisch, sobald ihr einen NPC erschafft, seid ihr ja hier automatisch in Human Mail drin. Ne? Und da seht ihr das schon hier oben 0101. Das sind all die Skins, die ich jetzt persönlich gebastelt habe und reingepackt habe. Wo haben wir denn? Tiny Tina zum Beispiel ist auch neu. Habe ich gestern erst gebastelt, habe ich auch die Maske. Wie ihr hier seht, ne? Ich mache das mal, warte mal. Moment. Da müssen die anderen Namen hin, ist klar. Tiny Tina. Ja, aus Borderlands. Hallo. Ich finde, ist ganz gut geworden. Auch die Maske. Die hat ja immer so eine Maske auf dem Kopf, ne? Wer Borderlands kennt. Habe ich auch versucht, das Band halt, ne? Mit, warte mal. Sekunde. AE. Körper manuell. Ich mach mal 90. So. Gut. Ne, ihr seht schon. Die Maske, ich habe das versucht. Die hat ja auch natürlich dieses Lederband, was die Maske am Kopf hält, ist klar. Das geht immer so halb unter die Haare. Da habe ich das hier auch mal so ein bisschen, ne, so, also angedeutet, dass das hier so weitergeht unter die Haare. So, dass die Maske halt darauf gehalten wird. Ich denke, es ist ganz gut geworden. Ne? Es ist ganz gut geworden, kann man machen. Und natürlich habe ich hier noch, Moment, wo ist er? Wo ist Monkey? Habe ich ihn schon eingepackt? Oh, den habe ich noch gar nicht drin. Achtung, wir gehen zurück. Jetzt haben wir hier natürlich den kleinen NPC. Sekunde. Wir schließen mal das hier. Ja, das sind meine normalen Skins. Wir machen einfach hier kopieren. Das machen wir gleich mal zusammen. Da seht ihr das. Einfach hier reinkopieren, ne? Ich schreibe, wie gesagt, noch davor 01, so. Einfach, dass wir das gleich oben haben und gar nicht erst suchen brauchen. So. Wo ist es? Hier, Monkey D. Ruffy. Sofort ist es da. Ja, selbst wenn Minecraft noch nebenbei off ist, das ist kein Problem. Und da haben wir Monkey D. Ruffy mit seinem kleinen Strohhut. Na? Also ihr könnt natürlich eure eigenen Skins komplett basteln, wie ihr wollt. Das ist ganz easy. Aber ich denke... Also dieses Skinpack, was ich hier zusammenbastel, was natürlich immer größer wird und immer größer wird, werde ich immer bei Gelegenheit dann mal auch releasen, da könnt ihr euch das downloaden. Ne, es werden auch noch neue Skins hinzukommen. Das heißt, ich werde das Skinpack quasi immer mal updaten. Und ja, wenn es halt gefällt, der kann das sich dann downloaden und auch für seine Welt benutzen. Wenn ihr euch meine Welt dann im Endeffekt downloadet, die Let's Play Welt, werden die Skins auch mit dabei sein. Ja, wir können euch natürlich auch, wenn ihr die Welt nicht wollt, einfach separat die Skins downloaden. Das ist kein Problem. Ich werde mal gucken, es ist noch nicht da. Also der Link, also ich habe es noch nicht jetzt im Download freigegeben. Ich bastel nämlich noch ein bisschen was. Ja. So viel eigentlich dazu. Das war es eigentlich schon für das kurze Erklärungsvideo. So fügt ihr Skins im Prinzip ein bei Minecraft. Ne? Hier oben seht ihr auch den Pfad nochmal. Wenn das jetzt zu schnell ging, einfach mal kurz anhalten. Hier seht ihr natürlich den Pfad. Könnt ihr ganz einfach nachverfolgen. Und ja, wie ihr Skins bastelt, ne? Die Seite ist oldminecraft.novaskin.me. Ich werde die auch nochmal unter dem Video hier verlinken, dass ihr einfach den Link klicken braucht, dann seid ihr auf der Seite. Ne?
Gut, was macht denn der da? Was ist das für eine Pose? Ui! Hier müsst ihr euch aufpassen, dass ihr euch hier immer hier drin ist, sowas erwischt, ne? Ich mach's einfach mal hier so drin. Das ist was Blaues. So. Ne, wenn man schnell läuft, dann sieht man das ja. Oh, hier hinten sieht man, hier ist auch ganz dunkel. Ja. Gut, soviel zu dem kleinen Erklärungsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendein Thema, was ihr gerne erklärt haben wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare und je nachdem, wie es mir halt möglich ist, werde ich dann mal so öfters vielleicht so kleine Erklärungsvideos machen, wie sowas funktioniert. Gut, dann bis zum nächsten Video. Also, bis dahin. Tschüss!